Und ich möchte darüber weitersprechen mit Marie Droste jetzt bei mir. Aus China hören wir da ein klares Nein. Sowas tun wir nicht, aber der Spionageapparat Chinas, wie ausgeklügelt ist der tatsächlich? Der arbeitet sehr gut, das muss man vorstrecken. Man hat wirklich relativ wenige Informationen. Die sind auch ziemlich geräuschlos unterwegs, anders als Russland das ja handhabt. Aber das Ganze hat man in den letzten Jahren noch mal massiv ausgebaut. Chinas Spionageapparat ist wirklich groß. Man hat Sorge davon. Der Verfassungsschutz, der warnt ja seit Jahren. Und so ist es zum Beispiel auch so, wenn der Bundeskanzler wie jetzt jüngst mit einer Delegation nach China reist, dann lässt man sein eigentliches Telefon am besten in Deutschland oder verplombt im Regierungsflieger. Denn alle, die dort dabei sind, die haben wirklich nur Übergangstelefone. Denn die Gefahr, in China abgehört und ausspioniert zu werden, ist wirklich groß. Man warnt bei diesen Reisen auch immer davor, sich in irgendwelche verfügbaren WLANs oder Bluetooth einzulocken, denn man weiß wirklich, die Chinesen versuchen, alles abzugreifen. Und ja, der Staatssicherheitsapparat, das Ministerium für Staatssicherheit, das wurde 1983 gegründet, war damals aber deutlich kleiner angelegt. Inzwischen ist das eine Superbehörde, die den Inlands- und den Auslandsgeheimdienst miteinander koordiniert, in einem Haus sozusagen bündelt. Das macht das noch effektiver. 110.000 Mitarbeiter, das ist mehr oder minder die offizielle Zahl. Das Ganze muss viel größer sein, denn Spitzel, Agenten, all das ist dort gar nicht mit dabei. Die Briten, die vermuten Hunderttausende, die für sie arbeiten. Oder die Franzosen sprechen allein eben bei den Auslandsspionen von 250.000. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Oft arbeitet das Ministerium über Firmenbeteiligung. Das heißt, man schaltet eine Firma dazwischen, damit sozusagen die Spur gar nicht direkt auf das Ministerium zurückzuziehen ist. Die wiederum versuchen, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen oder eben auch Hackereinheiten. Da natürlich auch fließen Daten ab, Cyberspionage, was ganz Klassisches. Oder eben auch der Weg dann über die Agenten, über die Spitzel. Die versuchen dann oft, wie jetzt zumindest der Vorwurf auch im Fall des Mitarbeiters von Maximilian Krah, dass man eben auch versucht, Politiker, deren Mitarbeiter anzuwerben. Teilweise funktioniert das auch über einfache chinesische Staatsbürger, die wirklich seit Gesetzen von 2017 auch dazu verpflichtet sind, Informationen weiterzugeben. Vor allem auch bei den Stipendiaten, bei den Studenten hier in Deutschland, ist man inzwischen deswegen extrem vorsichtig. Und im Grunde genommen, so sagt der Verfassungsschutz hier in Deutschland, kein Bereich ist vor dieser chinesischen Spionage sicher. Die wollen ganz groß werden, eigentlich in allen Bereichen. Insofern merken wir immer mehr Politik. Da ist es natürlich, Informationen zu bekommen, wie man über China denkt, aber eben auch die Haltung gegenüber China etwas zu beändern, nochmal zu beeinflussen. Wirtschaftsspionage ist natürlich auch ganz klassisch mit dabei. Die Wissenschaft, da soll es ja jetzt auch bei den jüngsten Festnahmen drum gegangen sein. Technik ist auch etwas, was wir eben immer wieder dort auch merken, denn gerade das Hochtechnologie-Innovationsland Deutschland ist da interessant. Da geht es wirklich um alles. Da geht es um die Schifffahrt, ums Medizintechnik, erneuerbare Energien. Wir erinnern uns rund um die Debatten um 5G. Also all das ist da mit dabei. Militärisches und was man so ein bisschen noch vergisst, auch die chinesische Opposition hier in Deutschland. Die wird also auch mit von diesem Apparat überwacht. Auch das hat man im Blick. Ein Beispiel ist dann auch, dass der Weltkongress der Uiguren in München gelegen, der wohl auch immer wieder ganz scharf von all diesen Abgeordneten und chinesischen Spionen mit im Blick gehalten wird. Also es ist ein ganzes Konglomerat. Und man muss wirklich sagen, die wenigen Fälle, die jetzt bekannt werden, die wenigen Festnahmen und Verdachtsfälle, die wir haben, das muss wirklich nur die absolute Spitze des Eisbergs sein, dieses riesigen Apparates. Denn gerade auch beim Thema Cyberangriffe zum Beispiel ist China, was die Häufigkeit angeht, inzwischen an Platz Nummer 1. Und auch die USA sagen, wir haben unser Budget da schon verdoppelt, was die Aufklärung angeht, weil das ist einfach für uns gefährlicher als das, der Fakt mit Russland. Ganz großes Thema und man merkt das wirklich international, hat man verstärkt den Blick auf China, weil die eben auch sagen, wir wollen Weltmacht, wir wollen die größte Weltmacht der Welt werden. Marie, danke schön für diesen Überblick. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.